Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Röntchen im Among Us. Heute wieder mit unserer Standardgruppe, also Trouble Town and Friends, sage ich einfach mal. Wir haben ein paar schicke Runden gespielt. Es war eher ein chilliger Abend. Einfach ein paar Runden im Among Us mit einem ganz wilden Detective-Play. Ich weiß gar nicht, ob das schon heute in der Folge drin ist oder morgen kommt. Auf jeden Fall gibt es jetzt trotzdem erstmal wieder ein bisschen Crewmate-Action. Aber es macht Spaß, mal wieder einfach über die Fälle nachzudenken und Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Röntchen im Among Us. Und ich hoffe, ihr habt daran auch so viel Spaß. Gestern kam ja ein Imposter-Special, deswegen ist das ja, glaube ich, heute gar nicht so schlimm, dass wir dann mal wieder Crewmates sind. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Los geht's. Das war zu knapp. Heißt, ist Julie rübergegangen? Ist Julie zu den Keys gegangen? Fuck. Ist Julie zu den Keys gegangen? Ist was mit dir? Items camped lights. Okay. Ist Jules an die Keys gegangen? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich check halt nicht gegen. Ich trau mich nicht. Ich trau mich schon, aber ich mach's nicht. Ich check nicht gegen. Check nicht gegen. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Enttäusch. Okay. Jules, sehr gut. Jules. Jules. Ein bisschen Kontenance. Oh, oh, Jules. Leicht ist aus. Wir gehen nach Haus. Oh, oh, Jules. Jules. Das wächst schon wieder. Wechselungert mir hier zu viel rum, muss ich ehrlich sagen. Ja, scheiße. Oh nein! Hallo? Oh, oh. Nein. Wo liegt ist denn Katze? Nicht die Katze! Ja. Das ist definitiv im Dunkeln gekillt worden. Hallo? Der stand unten an den Wasserrädern. Okay. Und nicht okay, zum war. O2 gegangen. Und ja, jetzt als ich mit O2 Test? Durch war und das Licht aus war. Also okay. Rechts oben im Laboratory waren sehr viele. Grants, Dalu, Julie. Julie war auch da. Hä? Tabuta. Der Kill ist eben passiert. Also wenn ihr. Ja, ja. Der Kill ist bestimmt 10 Sekunden her. Mindestens. Nee, das kann nicht sein. Nein. Doch, ich bin am Lifelines bei Louis. Wo war Kundran? Nie im Leben ist der 10 Sekunden. Aber er ist mir. Er ist mir nein, rechts, der kann nicht 10 Sekunden. Er ist mir. Ich bin mit ihm links. Ich hab Sauerstoff gemacht, diese blöden Sauerstoffflaschen. Und dann ist er mir entgegengekommen und dann bin ich runter zum Upload und dazwischen ist es dann passiert. Das kann Kundran nicht lange her sein. Self-Report. Doch. Zwischen 8 und 10 Sekunden. Ich meine, das wäre ein bisschen früh riskant. Kundran hat ihn mit seinen Hörnern oder Stoff. Dalu, wie lange dauert O2? Wenn du es relativ perfekt machst. O2? Keine 5 Sekunden. Dann ist das nie im Leben. Ja, wobei ich habe noch mal, ich bin noch einen Schritt gelaufen danach. Ich bin noch mal nach oben in O2 viel. Ja, dann hast du Schlitz gemacht. Ach so, Moment, O2 ist für dich aber nicht der Baum, sondern die Flaschen, oder? Die Flaschen, ja. Ja, die Flaschen. Die dauern lange. Ja, du hättest aber abgesehen. 8 Sekunden. Sind auch schwer, die Flaschen. Ja, okay. Vor allem, wenn man das verdrückt und dann nochmal von vorne machen darf. Da schaut euch auch dran. Das macht doch aber ganz kurz, wer hat denn gerade so viele Leute oben in Matt aufgezählt? Dafür war, da war bei mir Licht aus und ich habe zwei Leute gesehen. Das hat mich auch gewundert. Also erstmal, ich habe hin und wieder nachgeschaut, wer oben rechts war, weil ich Julie verdächtige seit dem ersten Move. Und da waren Julie. Und als dann das Licht ausgegangen ist, habe ich in der kleinen Silhouette, habe ich halt quasi im kleinen Licht gesehen, dass an mir, als ich reingelaufen bin, seid ihr rausgelaufen. Dalu war drin, Grants war drin, Julie war drin. Kapuze war auch drin, den habe ich gesehen. Ich habe aber nur Julie gesehen. Und also ich bin an euch beiden vorbeigelaufen, weil ich nochmal schauen wollte, ob irgendwer. Ich habe nur Dalu, Vex, Kapuze gesehen. Das heißt, es bleiben eigentlich sicher bei aus meiner Sicht bei Louis und Achim, richtig? Wo bist du raus? Was ist? Und ich bin raus. War Louis, Achim also, weiß nicht, oben ist er natürlich und unten kann man da rausgehen. Oh, Grants, weiß ich, was ist da los? Grants, will ich? Ich meine, da war gar nicht jetzt gerade. Aber ist der Captain? Wo kamst du denn her? Aus Mad Bay? Ich halte mich vom Kundran fern, möchte ich nur kurz sagen. Mad Bay. Mann, warum zeigt mein Stream Deck denn nicht mehr an, ob ich gemutet bin? Hallo? Was ist da los? So. Baloui oder Achim an der Stelle? Rein vom Voice her ist Baloui die Runde kein Imposter.
Hier ist niemand. Rein von der Stimme her dürfte Baloo den Kill nicht gemacht haben, kann aber halt immer noch der zweite sein. Ah, Gippi ist... Nee, da die Task mache ich nicht. Gippi kann es für mich auch noch sein. Mit einer frechen Lifeline-Lüge. Das darf ich nicht. Was macht er? Er hier macht keine Tasks. Also Vex macht nichts Effizientes. Da ist er schon wieder. Achim könnte es sein. Achim könnte es gerade mit einem ganz stupiden Movement-Fehler sein. Achim war auch verdächtig mit Baloui. Ich habe ein nices Indiz, aber erstmal du, Kapuze. Renz liegt unten bei den Wasserrädern. Und ich war gerade an Lifelines, das ist 3 Sekunden her. Das heißt, der Kill ist 3 Sekunden passiert. Ja, ich war auch an Lifelines, es war keiner tot angezeigt. Und dann wurde also ich reported. Bin 3 Sekunden, ich habe geguckt, Lifeline, und dann bin ich rüber zum Heizen. Und in den 3 Sekunden, ich hatte noch nichts wie ich machen können. Wo bist du schon tot? Warte, von wo bist du gekommen zum Heizen? Ja, zum Vulkan. Okay. Ja, da zu ja, zum Heizen. Ich hab Backofen einstellen. Also ja. Kapuze, ja, es klingt nach Self-Report. Klingt danach, aber Judy, ist ja. Auf Lifeline bis zum Report niemand rot geworden? Ja, hast du auf Lifeline wen sterben sehen? Nein. Dann muss es ein Self-Report sein. Er kann sein, aber das Ding ist... Man kann doch eben gesagt, dass er tot war. Da war Achim, nichts tot in Lifeline. Achim, woher kamst du? Judy, wie lange ist das her, dass du da hingegangen bist? Gerade ich bin gerade dran. Ich kam von links, wo machen soll. Aber wo? Er ist sogar noch rumgelaufen. Ganz kurz. Ich hab diese Task nicht mit dem. Die Wasserräder sind links unten, oder? Ja. Ja, okay, er lag da. Also was meine Vermutung noch sein könnte, I don't know. Sind bei darüber nicht Vents? War vielleicht davon. Das ist egal. Wenn an Lifeline keiner tot ist, hast du ein Zeitfenster von bis zu einer Sekunde. Hm. Okay. Also, ihr könnt mich gerne voten, aber das Ding ist, ich gehe dann davon aus, dass halt dann unten kaputt ist. Hast du dort noch jemanden anmerken. Gesehen? Ach, ich habe nichts gesehen. Ich bin nicht mal unten reingegangen. Ich war unten sein, an dem Ding, wo man das Labyrinth gemacht. Also bei Louis, ich hab dich eben nicht richtig verstanden. Hattest du gesagt, bei dir war jemand tot oder bei dir war keiner tot? Nein, bei mir war keiner tot, dann bin ich halt 3 Sekunden zu dem Backofen. Ja gut, nein, ich hatte verstanden, bei dir war einer tot. In der gleichen Zeit da dran gegangen und Judy sagt, sie war bis zum Kill da dran und hat nichts gesehen. Ja. Ich hatte dich nur akustisch nicht verstanden, bei Louis. Ich hab nichts gesehen, ich hab nicht meinen Namen gesehen. Also unabhängig davon, ob Julie lügt oder nicht, beträgt das maximale Zeitfenster 3 Sekunden. Also damit können wir es ja eigentlich eingrenzen. Wer geht denn auf mich, Boys? Boah. Okay, ich hab nichts gesehen. Das Spiegelei, Boy. Also Julie habe ich auch tatsächlich an Lifelines gesehen, also da ist sie tatsächlich. Das ist der Nachteil an den Lifelines, ist, dass sie nicht live aktualisieren. Also Lifeline ist eigentlich der falsche Begriff. Aber hätte Julie gesagt, da ist jemand tot, wäre es für mich eindeutig Achim gewesen. Ich bespiele den Achim-Call aber trotzdem noch. Aufgrund dieses Moves, Achim kommt hier, geht bis hier hoch und geht wieder runter. Er hat Kundran an den Dingens gesehen, out of range, und hat deswegen wieder umgedreht. Er hat sich einen Überblick von der Situation verschafft, glaube ich. Als Crewmate konntest du da oben noch nichts sehen. Außer du hast auf die Map geguckt und du wolltest was anderes machen. Dann hat das eine mit dem anderen nichts zu tun gehabt. Jetzt ist die Frage, ob nur einer oder zwei stirbt oder ich. Und dann einer. Und der liegt an Lights. Wo liegt der denn? Am Licht.
Das haben Kunde noch nicht auch gesehen. Juli, du solltest mich beschützen, bleib bei mir. Ich habe nicht in den Admin reingeguckt, aber das muss nichts heißen. Nee, aber guck mal, Juli, Kundran, Balui und ich, wir waren alle in Specimen. Einer war... Was für ein Ding? Dalu, wo warst du denn? Camps. Und Achin? Camps? Jetzt gerade bist du in den Camps? Nee, ich habe gelogen, stand Admin. Ich habe, ich war, also... Wie war ich aber zuletzt, da warst du also ich stand an Lifeline mit Kundran. Ich stehe vor der Lichttür, ich hab da jetzt gesehen. Gerade bei Licht Achim, du stehst wo? Ich bin jetzt gerade aus Admin raus, um nach oben zum Licht zu laufen. Wie bist du denn Moment, gelaufen? Hast du nicht gerade Camps gesagt? Nee, ich habe nicht gesagt, dass du ich habe aber gesehen, dass die Camps nicht an sind. Achim, wie bist du denn gelaufen, bitte? Ja. Ziemlich komisch, da wo du mich gesehen hast in Matt, bin ich nach unten gelaufen zum Lavabecken und dann vom Lavabecken aus unten rein in Admin. Und dann wollte ich halt einmal so rumlaufen, um zu gucken, ob ich da was liegt. Ich hab also, nicht gesehen. Pass auf, ich erzähle euch kurz was. Ja. Kundran und Gippi. Haben wir uns gesehen, wo du mit Balui runtergelaufen bist. Kundran und Gippi standen anscheinend Admin. Das könnt ihr beide confirmen. Ja. Ich hab mich nicht an Admin rangestellt, aber ich aber bin. Aber du hast Gippi gesehen? Ja. Okay, pass auf. So, dann hab ich auf Lifelines geguckt und hab ja gesehen, dass einer tot ist. Ich hab mir selber gedacht, der ist an Lights. Das heißt, ich schließe in dem Fall Kundran und Gippi in dem Moment aus. Juli und Balui auch. Juli und Balui schließe ich aus einem anderen Grund aus. Und zwar wegen der Lifeline-Geschichte an sich. Es müssen beide sein. Und wenn Juli und Balui mir so eine Geschichte in Kombi auftischen, ohne sich abzusprechen, dann verliere ich die Runde gerne. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube also, die Geschichten sind wahr. Ja. Achim hätte ich für den Mord davor, ich hätte Achim rausgeschmissen, wenn Juli gesagt hätte, er ist ein Toter. Weil Achim hat einen Step gemacht, links vor Weapons, nach oben und ist wieder umgedreht. Er hat Kundran gesehen, wie er am Mace stand, aber auf eine Distanz, wo ich Kundran nicht hätte sehen können. Ich habe es danach nämlich gecheckt. Und er war unten links ebenfalls bei dem Mord beteiligt. Er war da auch. Ich hab Achim. Also Achim müsste der zweite Killer sein. Dass er mich oben nicht gekillt hat. Aber. Ich habe Achim nämlich auch nicht können wir aber drüber reden, dass Dalu hier erstmal lügt, dass er in Camps ist? Da können wir ihn ja gleich rausnehmen. Wenn, dann hauen wir gleich Dalu raus, weil wir anderen 5 sind safe. Ich glaube, das Ding ist zu Ende, Leute. Glaube ich auch. Ich glaube, wir haben gewonnen. Alter, der Kill an Vex war so super. Habt ihr nichts zu tun, als nicht nur bei den Lifelines zu chillen? Nee, Juli ist in der Sekunde an Lifelines dran. Kapuze chillt also jetzt an Lifeline, ja? Gippi ist als erstes raus, Gippi ist als erstes raus, Gippi ist als erstes raus, Juli war da unten, ne, Juli ist hier oben, Vex ist danach, Kapuze müsste schon weg sein, Kunda müsste schon weg sein, Grants, Balui, Juli als letztes im Dropship, Juli als letztes im Dropship, Grants und Balui, Balui traut sich nicht ins Lager, ach nee, Vex ist direkt unten raus, um Benzin zu füllen. Balui, entweder rennt Grants hinterher und Balui gibt den Takt vor, aber andersrum wahrscheinlich nicht. Balui wird jetzt nach oben links laufen. Hier waren die Türen zu, oder? Ja, hier sind die Türen zu. Oh. Grants ist tot. Der ist schon länger tot. Der war ungefähr kurz nach Licht umgebracht worden. Oh, krass. Okay. Das heißt, in dem Moment, also ich habe Dalu gesehen gehabt. Kannst du das genauer einschließen, Items? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Mach du erst mal. Genau einschließen kann ich es nicht, ne? Lass Gippi erstmal. Aber es wird ungefähr da sein, wo wir uns gesehen haben. Dadurch habe ich kurz Grants gecheckt, ob jemand da war. Grants hat mir das Licht angemacht, dann bin ich nach rechts rausgelaufen. Grants kam in dem Moment unten aus Lights. Grants hat mir nicht das Licht angemacht. Aber Grants kam aus den Lights. Vex, Balui und ich haben das Licht angemacht. Ja. Oh, oh. Hell yeah. Also vom Zeitfenster her. Also ich weiß nur, dann hat Grants da gecheckt. Er kam auf jeden Fall in dem Moment, wo ich quasi in Camps war, war er anscheinend in Electrical. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Er ist oben am Download gewesen. Vielleicht liegt er da auch jetzt. Oder an den Kabels. Rechts vom Fenster. Und da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Aber da bin ich nicht mehr checken gegangen.
Ein Download im Admin-Fenster, nachdem Lights wieder angegangen sind, ungefähr von der Zeit her. Beim Download und? Ja, ich war an Lifelines, rechts daneben ist der Download. Ich habe während das Licht aus war geguckt, bis das Licht angegangen ist, bin dann zu dem Download gegangen, bin nach dem Download direkt wieder an Lifelines gegangen, dann war er tot. Vex, wo bist du hingegangen, nachdem wir Licht angemacht haben? Ich bin da unten gegangen zu Admin. War der Admin, nee, das, da wo du das Internet neu starten musst. Hä, wo? Upload. Communication. Okay. Da, ja genau, und damit bin ich gerade fertig geworden. Oder ich habe das gerade gestartet, meine ich. Und dann bin ich, jetzt bin ich gerade auf dem Weg zu Weapons. Also, was genau darüber ist. Also, Kundran und ich sind in O2. Ich glaube, ich habe Kundran gesehen beim Runterlaufen, aber ich bin nicht ganz sicher. Dann müsstest du auch Juli gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich dich gesehen habe. Also, ich würde sagen, nein. Aber oh, Kundran und Juli, wart ihr einmal oben? Nee. Ganz oben waren wir. Also wir waren beide in Admin drin. Und JP, warst du mein Admin? Warst du in den Kamera? Einmal ganz kurz nur checken. Also als wir uns gesehen haben, ganz kurz gecheckt und wieder weggegangen. Und Conor und Judy waren nie oben. Nee. Ihr wart nie voll. Also Koms war das Höchste, was wir waren. Ja. Das Höchste der Gefühle. Dann hat Spaß mit Dalo stalken. Was war Dalo das jetzt für ein Ausschlussverfahren geschafft? Was bist du gekommen, Kartl? Erzähl mir alles. Das verrät er noch nicht. Achso, okay, kommt das dann. Dalo stalkt wieder. Gippy ist wieder verdächtig, aber hier ist jemand anderes unglaublich nervös gewesen. Die Erklärung ist typisch Vex, das muss man gegebenenfalls auch sagen. Aber hier hat sich einer seine Story halt zurechtgelegt, wie er möchte. Also ich glaube, hier war Vex nervös? Wirkt es so? Könnte man sagen, Vex war nervös? Ich glaube... Scheiße, es können Gibby und Vex sein. Aber Louis ist für mich halt hundertprozentig safe. Items kamen leicht von hier. Der wird nicht durch den Vent gegangen sein. Der wird gecheckt haben, ob da eine Leiche liegt. Und wenn wir eine Leiche confirmen und die liegt links, kann ich darauf immer noch spekulieren. Noch keine Faxen, Geduld. Ist Gippy der andere? Wir könnten eigentlich mal gucken. Ja, wir kommen mit Baloui. Ja, wo willst du hin? Julie und Kundran rennen im Duo rum. Scheiße. Fuck. Checkt, ob oben im Dropship eine Leiche liegt. Nehme ich hin. Braun, 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 braun ist Achim. Achim, Achim, Achim. Rechte Seite war nicht. Specimen könnte sein oder unten links. Perfekt. Interesting. Der arme Achim. Oh, das dauert aber lange. Ja, das denken wir auch. Voll Mr. Profis am Werk. Louis war auch zu lange von Dalu beaufsichtigt. Ja, Dalu hat ihn die ganze Zeit gekriegt. Alter! Der macht sich da, glaube ich, einen Spaß diese Runde draus. Mir auf den Sack gehen oder so. Warum denn auf den Sack gehen? Also als Crewmate würde ich das sehr, sehr toll finden, wenn mich jemand die gesamte Zeit über begleitet. Das ist unheimlich. Das ist nicht unheimlich. Ja, das ist nur nervig, wenn du Imposter bist, Blau. Warum verdächtigt ihr immer Louis? Ja, weil es Blauli ist. Ich habe keinen Grund. Ich glaube, dass es, also es muss timingtechnisch, muss es einer eigentlich von denen gewesen sein, die oben waren. Und das heißt, Baloui oder Vex oder du oder ich. Von welchem Timing denn? Von als Scans getötet wurde. Von dem Timing, wo ich dich habe weglaufen sehen und dem Timing, wo ich die Kameras gecheckt habe und danach noch Scans gesehen habe. Also du redest von das der ersten Runde. Die erste Runde. Das muss für mich timingtechnisch genau davor passiert sein. Genau nachdem ich da weggegangen bin. Und der Achim-Kill gerade? Ich weiß nicht, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, ob Kundran und wann du Kundran und Julie gesehen hast, ob du instant runtergelaufen bist oder nicht.
Und ich weiß nicht, wo Balui hingelaufen ist. Und das ist die Frage. Also ja, aber weißt du denn, wo Achim tot ist? Nee, wo Achim ist, weiß ich. Darum, ich, das ist nur der Grund, ich werde wahrscheinlich nächste Runde sterben. Ich wollte es eigentlich noch eine Runde weiterspielen. Aber es dann kommen sag, eigentlich nur drei Leute für alles in Frage. Hippie, ja, Vex und Kapuze. Hä? Okay. Balui kann es hundertprozentig nicht sein, in rechts neben Koms. Balui kann es nicht sein. Ich habe ihn halt so gut beobachtet. Und Balui hat in der ersten Runde, als wir heute gespielt haben, mit Tasks gefaked, die es nicht gibt. Das, was er jetzt gemacht hat, ist, er hat wirklich Tasks gemacht. So. Julie und Kundran laufen die ganze Zeit zusammen rum. Können natürlich beide Imposter sein, geht aber nicht, weil für den ersten Kill kommen die beide meiner Meinung nach nicht in Frage. Für den zweiten ja, aber das ist egal. Dann müsste der eine den anderen decken. Kommen sie für den zweiten wirklich in Frage? Yes, is, ja, wäre mir egal. Sie kann meine, du hast ihn gerade gefunden, ne? Ja. Licht ausgemacht, Katze. Also mein Jahresvorsatz war, dass ich niemanden mehr kille. Und Items kommen für mich nicht in Frage, weil ich ihn einmal ganz frech beobachtet habe, wie er oben beim Seismic eine Leiche gecheckt hat und er ist danach ins Dropship reingerannt. Oh, Moment. Ich dich gesagt habe, da, du. Ist auch durch Dings ja, Moment. Durch wenn jetzt keiner blöd so gevotet hat, haben die beiden Imposter, die beide okay, ich glaube und ich schließe mich drauf ein, es sind Vex und Kapuze. Und sie haben einfach beide Gippy gevotet. Aber warum? Die anderen hatten keinen Grund, Gippy zu voten. Ja, Vex war's. Das war ein Stack-Kill. Baloo, Oh, Items Baloo auch. Ja, dann sind es wirklich Vex. Es sind Vex und Kapuze. Bist du blöd? Ist Vex gerade am Schaukeln? Wie bitte? Ich bin also ich kann hundertprozentig sagen, dass es Vex war. Vex stand im Lights unten am Zaun, hinter dem Generator, hat gewartet, bis er da reinkommt. Ich habe ihn gesehen, Dalu ist hinter mir reingelaufen, hat Dalu getötet. Aber hast du es gesehen? Ich bin im Problem. Ich hab's gesehen, ich stand auf Dalu drauf. Die verdächtigt sind, ne? Ich hab dich Gipster genannt auf Twitter, ja? Das muss was bedeuten, krass, ne? So heißt ja auch mein Tag, aber ist ja okay. Echt? Wo war Kunan und, Kunan und Juli waren das Einzige nicht dabei, oder? Genau. Wir waren aber, also ich weiß, pass auf, das Ding war, ich stand eben unten ich stand zusammen mit Dalu, Dalu hatte in Download diesen Router neu gestartet. Dann sind wir runtergelaufen, sind wir hochgelaufen zum Licht. Kapuze war bei Dalu dabei, ich bin vorgelaufen, Vex stand in Licht drin. Und hat den Anschlag auf Dalu gemacht. Ach, und genau. Und ich hatte dann reported. Ja, gut. Ich wollte mich eigentlich davor werfen, damit Dalu halt sein Game weiterspielen kann. Also, das Ding ist, ich glaube, du hast nicht ganz gesehen, wer alles reingekommen ist. Vex, ich habe gesehen, dass du unten am Zaun standst und gewartet hast, bis wir reinlaufen. Aber es war doch fixen können. Aber es war doch dunkel und beziehungsweise manchmal auch Reflexion. Aber dein Name sieht man doch, wenn man reinläuft, sieht man den Namen trotzdem. Nein, ihr braucht gar nicht. Ich sag aber, gib, wenn ich will. Also Vex, 100%. Wir können, okay, Vex und Kapuze gehen beide auf Gippy. Okay, ja. Balu hat Vex gewonnen. Okay, dann gehen wir erst Vex. Ich war's, aber es ist nicht Kapuze. Dann gehe ich auf Vex. Jetzt gehst du auf Kapuze, Vex. Guck mal, er votet sogar auf Vex. Natürlich votet ihr Vex! Wenn ihr so sicher seid! Ich hab leider eben nicht aufgepasst, wer die zwei Votes die Runde davor hatte. Ich wollte eigentlich darauf spielen, dass Gippy zwei Votes bekommen hatte, aber es niemand anderes mitgevotet hat. Das müsste ein Big hätte nur ein Vote bekommen, hätte ich gedacht, er hat sich selber gevotet. Aber dadurch, dass er zwei Votes gekriegt hat, muss ja der Imposter noch mitgegangen sein. Und es gab keinen Hinweis dafür. Es gab keinen Call. Gib ihn zu voten. Das hätte man jetzt auch ausspielen können. Oder wollt ihr mich jetzt flippen? Das ist auch logisch. Nee, die wollen doch eher auf mich. So wie was ist Balu? Geflippt wird nicht, das machen wir nicht. Nee, ich würde jetzt sagen, Kapuze, nachdem er so vehement. Nee, aber wenn du euch sicher seid. Stopp. Wenn ihr euch sicher seid, dass es. Ich habe ihn doch nicht verteidigt. Nee, ich würde jetzt nicht voten. Also das Ding ist, ich habe doch Vex nicht verteidigt. Ich habe nur noch aber wenn ihr euch so sicher seid, natürlich. Ich habe noch drei oder vier. Ich habe noch einige. Weil das für mich irgendwie gerade für dich so klang. Auf wen gingen die beiden Imposter-Votes in der Runde davor, als Dalu noch lebte? Das sieht man ja nicht. Ja. Also na, ja, wir wissen nicht, dass die beiden Imposter waren, aber. Ja, die gingen beide auf Gipsel. Ja, aber das Ding ist, Dalu war sich ja vorher auch nicht sicher bei Gippy. Gippy hat, Dalu hat. Ja, aber das war genau die Aussage. Die beiden Imposter sind auf Gippy gegangen. Komm, wir beenden die Runde jetzt und wenn nicht, dann hat der Imposter jetzt noch eine höhere Chance. Doch, Julie. Lass doch schnell Tasks fertig machen. Nein, wir machen das jetzt, komm.
Ich glaube, da ist seine Analyse leider. Also wen hat der Dalu verdächtigt? Die drei nochmal bitte. Kapuze, ja, und Gippi hat eben auch. Ja, und Gippi hat zwei Votes bekommen, was beides die Imposter waren. In der Hoffnung, dass da noch mehr mit draufgehen. Ich kann auch auf sich selber gewotet haben. Ja, natürlich kann er auch sich selbst gewotet haben, aber die Gefahr, dass du da, wenn man beschuldigt wird, vielleicht noch den ein oder anderen Random-Vote abbekommst. Da mache ich nicht mit. Sprich du mal lieber dein frohes Neues Original ein. Frohes Neues? Mann, ich habe da nicht mitgemacht. Ah, kaputt. Frohes Neues! Warum nicht so ein Ding? Das war so, darum haben wir beide auf Kippen, das war so dumm. Das war schon wieder knäpplig, aber das hat mich noch erwischt. Ah, eine gute Kräfte wieder. Eine Schlüssel, aber Dropship. Balui Items Achim. Kapuze Gippi. Balui Items Achim Kapuze Gippi. Macht Maze first. Vex geht links im Endeffekt. Balui geht rechts. Hier müsste man mich relativ schnell finden. Balui war jetzt. Oh. Jetzt warst du Lager drin und gehst nach unten. Oh ne, er turnt ein bisschen. Kapuze. Okay, das gefällt mir. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung Kapuze hat. Er hat schon ein paar Runden gespielt. Hat ungefähr genauso lange gebraucht wie ich, aber er hat es im First Try geschafft. Das traue ich ihm nicht zu. Gippi macht Download. Das können wir eigentlich auch mal checken. Okay. Kapuze wartet. Schließe ich ihn aus. Kapuze hat sich das auch auf. Das ging schnell. Kapuze ist voll geübt in dem Spiel. Er macht extra langsam. Okay, das. Ja, Kapuze ist safe. Oh nein, the Party Hood ist nicht gut. Scheiße, ich wollte auf Life Lines gucken. Ich glaube, da, Luca. Gibi? Ja, hallo. Timing-technisch echt krass. Wer war denn, also. Ich habe in den unten im Specimen untere Tür, also links die Tür, nach oben hin, also direkt hinter der Tür war er. Ich habe eben rechts wo? Gesehen, dass also du ganz kurz, was? Welcher Raum? Also, unten Specimen, aber den okay, der ja, Ausgang. Reicht mir schon. Ja, das, ich hab's noch nicht gehört. Da kam genau. Julie gerade raus. Und da kam Julie gerade raus. Ja. Wo? Also Julie, wo? Unterer linker Specimen. Der Kill muss auch dort passiert sein, weil Kunan oben rechts reingegangen ist. Ich bin da nicht mit Kunan reingegangen. Ich war nirgends bei Specimen. Ich war gerade in den Weapons mit Grants. Ey, warte, hast du gerade nicht gesagt, dass du da rausgekommen bist? Nein. Aber der Kill ist auch. Also ich habe jetzt nichts Mathe gesagt so. Gehabt. Moment, das hat, glaube ich, Vardos gesagt, dass du da rauskam. Ja. Der Grants. Der Kill muss eigentlich so 5-6 Sekunden her sein. Ich hab dich doch gesehen, Entschuldigung. Balui, wo bist du denn da? Ja, Schlinge. Ich bin aber im Zahlenspiel gewesen und hab dann. Jo. Hast du es geschafft? War dann auch. Ja. Balui, ich hab eine Frage. War gleich noch nicht da. Ja. Was hast du nach der 4 gedrückt? Die 8, glaube ich. Ja, das ist aber falsch. Das Problem falsch. Ist, da verklippt man sich auch ziemlich schnell. Er hat extra eine Mod, die das in altrömische Zahlen umwandelt, damit er nicht gleich da tut. Ich brauch's in Hieroglyphen eigentlich. Das ist guter. Vex, hast du beide Tanks aufgefüllt? Ich habe gar keinen Tag aufgefüllt, weil ich die Taste nicht hatte. Aber ich wollte zuschauen, weil du am Anfang. Warum bist du rein? Ich hatte Todesangst. Ja, jetzt habe ich gemerkt. Julie, ich will wissen, am Anfang, ja, beim ja. Schlüssel. Du bist aus dem Grund vom Raumschiff zum Schlüssel, dann wieder zum Raumschiff gegangen. Ja, aber, links, aber rechts, links, mal immer. Was, Balui immer? Im Auge behalten. Ja, ich mache immer wilde Sachen da. Dass ihr nie wisst, wann ich Trader bin, wann nicht. Ich glaube, okay. Die Person ist entweder mit ihm rausgelaufen oder, und danach weggewendet oder halt links raus, weil rechts war ich. Wo ich links raus bin, war da noch keine Leiche und Balui war halt hinter mir. Warum schließt du reinwenden aus? Reinwenden kann auch möglich sein. Dass einer vor der Tür stand und dann wieder raus. Wo bist du nochmal genau die Leiche? Die Leiche liegt unten, linker Ausgang vom Specimen, direkt an der Tür innen. Von innen. Da wo man Hole hat jemand Achim gesasst. Ja, das war Balui, zu 100%. Okay. Also. Balui hat Menschen. Ja, du denkst du mich oder läufst du mit mir oder was ist der Plan? Genau, Menschenerfahrung. Ich habe die Antwort. Schwieriger Kill.
Item stand rechts am Fenster gerade. Gipi wartet. Wie Gipi Friends Items. War Louis jetzt an den Camps, wenn ich das richtig deutet habe? Das ist Balui. Balui Gippi Grants Items. Rechter Reaktor, keine Leiche. Balui ist jetzt an den Camps. War nur ganz kurz. Ist Balui doch tot? Okay. Julie, du musst jetzt stark sein. Ich glaube, du bist mit dem Killer in Specimen gewesen. Und das bin nicht ich. Ist er nach oben raus? Also, Julie und ich waren gerade in Specimen drin. Sie hatte Todesangst vor mir. Wir sind rausgelaufen. Und links von uns liegt Kapuze, der zuvor mit Julie und mit Grants in Specimen reingegangen ist. Ja, ich bin nach oben gerade raus. Ich habe 2 lange Tasks gemacht in Specimen und dann bin ich mit Vex raus nach links und dann haben wir beide die Leiche gesehen, während ich an Admin Table gerade noch gegangen bin. Hat sie wirklich? Ich konnte nicht an dieses eine Ding gehen, wo du das Zeug da so einsammeln musst oder so reinlegen musst. Ja, nee, irgendjemand war genau oben auch gerade vor der Schleuse, aber ich habe leider keinen Namen sehen können. Ich bin also gerade oben in der Schleuse rein. Ja, Items war mit dir drin, oder? Nee, eigentlich war nicht mit ihm zusammen in der Schleuse drin. Ich war nur die Schleuse gerade, die Kabel machen und bin gerade wieder rausgekommen, weil ich die Kabel links daneben mache. Items hätte wenden können von Laboratory zu Admin. Dann war Items wahrscheinlich der da raus ist, oder wie, als ich Nee. Ich war nie in Specimen auf dem Weg zu Specimen. Ich war nur in den Quarantänen. Aber in der Schleuse oben drinnen nur für die Kabel. Nee, die Leiche von Kapuze befindet sich auf der linken Seite. Ungefähr, wenn du den Vent benutzt und dann zu Admin gehst, wenn du nach oben läufst. Quasi geradeaus oben vom Vent in Admin liegt die Leiche von Kapuze. Das heißt, Items hätte von Laborator nach Admin wenden können. Das bedeutet im Endeffekt, du bist reingegangen in die Schleuse. In dem Moment habe ich dich abgehängt, weil ich nicht mit zusammen in der Schleuse sein wollte. Hab einen Metscan gemacht, der 10 Sekunden dauert. Bin in dieser Zeit von dem Metscan also runtergewendet und Gippi hat nicht gesehen, wie ich wieder hochgewendet bin und dann von Mapbear gekommen bin. Ja, der hat den Fall gelöst. Items kam ja aus dem Links raus. Also ich kam von links, da wo der Vent war, die letzten, ich habe meine Tasks da gemacht, ich habe gerade Wires gemacht und davor habe ich dann, also 2 Wires habe ich oben gemacht und in den letzten 10 Sekunden ist keiner hochgewendet. Dann sieht es nicht so gut aus wie Grants. Ich bin halt nach oben. Ja, Julie, was soll ich sagen? Also sonst hätte ich aber auch nicht wissen können, dass jemand draußen da vor dem Dingens ist. Also. Ja, Vex und ich sind's nicht, weil wir sind beide aus der Schleuse raus. Exakt. Ich verstehe nicht, warum du Julie nicht hast, wenn die auch da sein konnte. Sie war durchgehend mit mir da. Also. Grants hat mir nichts getan, hätte mich 1000 Mal killen können. Aus Prinzip war ich das schon. Oh. das wird auch eine harte Nuss. Rein vom Verhalten her, also nicht vom Redenverhalten her, sondern vom Ingame-Verhalten her, ist Balui für mich verdächtig. Aber Balui hatte ja anscheinend... Kann Balui den Kill gemacht haben? Nein, Balui kann den Kill nicht gemacht haben. Das heißt, Balui hatte zu dem Zeitpunkt keinen Kill-Cooldown, wenn er Imposter wäre. Warum hat er mich nicht gekillt? Die Geschichte mit Items, dass du von oben Medbay runterwenden kannst, okay, verstehe ich. Items kam, aber wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, vom Scanner, als Gippi da war und ist dann oben in die Kontamination reingegangen, weil Grants das gesagt hat. Jetzt gibt es noch eine Theorie, die funktionieren könnte und Grants hat das mit der Kontamination gesehen, weil er im Vent saß. Und er hat gesehen, wann reported. Das heißt, der Kill. Er ist oben durch.
Er ist wirklich oben durch Kontamination durch. Ist runtergewendet, hat gekillt, saß im Vent und hat gesehen, wie Items reingehen, als reported wurde. Und deswegen hat er gesagt, ich bin gerade hoch. Das wäre eine Möglichkeit, aber es ist schon absurd. Vex wird nicht gekillt und self-reported haben. Und die andere Möglichkeit, die sonst nur noch im Raum ist, ist, es sind Vex und Judy. Was gegebenenfalls auf die langsamen Kills sprechen würde, weil Vex sich wirklich nicht oft traut, wen zu töten. Also Vex und Judy oder für mich... Scheiße, wo kommt Judy denn jetzt wieder her? Vex und Judy... Wenn ich jetzt auf Lifeline bin, findest du ja oben rechts. Vex und Julie oder Baloo und Grenz. Vex und Julie oder Baloo und Grenz. Scheiße, Judy ist super Nein, Judy hat das Licht ausgemacht, oder was? Hier sieht man mich. In dem Moment, in dem Licht wieder angeht, Vex, bist du am Arsch. Oh, Vex und Julie. Aber warum killen sie mich nicht? Vex und Julie. Was hat er... Oder ist es... Und wird Vex geplayed? Ist es nur Judy? Judy und Bren? Geht das? Zwei Tote. Brad, was tust du? Wer ist es? Wer ist tot? Stalk dich. Ich, oh Gott, es gefällt Gippi mir. Ist, wer ist jetzt gerade gestorben? Gippi und... Items, glaube ich. Das Leben Vex und Julie und Grant. Und Kaputi. Ja, gut, halt, denn... Und Kudran. Und Achim. Willst du uns doch eigentlich Dalu und Baloo sein? Ah, oh, schwierig. Weil ich war wirklich die ganze Runde mit Vex zusammen und Julie hat im Map gegeiert. Also du hast mich verfolgt, ich hatte jedes Mal Todesangst. Ja, das ist für mich zusammen sein. Was ist für dich Matt, Grant? Schöne Beziehung. Oben rechts warst du doch eben. Ich war nur jetzt gerade da. Und Items war in Specimen und ist da dann verschwunden. Okay, pass auf, bevor wir nicht mehr viel Zeit haben. Es gibt ein paar Stories für mich, die hier zusammenhängend sind. Und meine Verdächtigen waren Julie und Vex oder Grant und Baloo. Schlimm ist, dass alle vier von euch noch leben. Das macht es ein bisschen schwieriger. Der Grund, warum ich Julie am Ende noch verdächtigt habe, ist, weil sie gerade an der Temperaturding stand und dann leicht nach oben gegen so einen Stein gelaufen ist und genau dann das Licht ausging. Deswegen verdächtige ich Julie an der Stelle. Und Vex müsste ja mit ihr zusammen gewesen sein, weil sie beide zusammen Admin war. Okay, das dazu. Baloo's Movement die Runde ist unglaublich off im Sinne von, er weiß nicht wirklich, wo er hin will und was er machen will. Das ist mir die Runde davor schon aufgefallen. Ruhig. Und die einzige Geschichte, die ich mir gerade bei dem Kill vorstellen kann, wenn Baloo das nicht war, weil den habe ich gesehen. Vex und Judy, ihr beide seid Admin unten rausgekommen, habt die Leiche zusammengefunden. Ja. Das heißt, entweder seid ihr es beide zusammen oder der eine hat nicht aufgepasst. Grant könnte oben raus sein, über den Vent nach unten gegangen sein, den Kill gemacht haben, sitzt wieder im Vent und hat aus dem Vent raus gesehen, dass Items in die Kontamination reingegangen ist. Und so macht die Geschichte auch Sinn, dass Grant sagen konnte, ja, ich bin gerade oben raus und da stand wer vor Kontamination. Die letzte Runde. Genau. Okay. Ich war gerade mega fertig. Ich dachte gerade, ich war doch bei Vex eben die ganze Zeit. Das heißt, ja, aber eigentlich, also Vex und ich könnte es halt nicht sein, weil ich war die ganze Runde bei ihm. Es sind zu viele gestorben. Zweitens hat Grenz durchgehend einfach Grenz. Aber du warst gemacht. Nicht die ganze Zeit bei Vex, weil Vex und ich waren als Lights. Nein, Vex und ich als Lights aus war die Runde, sind wir unglaublich langsam Richtung Licht gegangen. Und da warst du noch nicht dabei. Ich würde als erstes Baloo wählen. Ja. Weil Baloo ist auch sehr ruhig. Ich gehe auch auf Baloo. Ja, okay, aber danach Grenz. Ich sag euch auch, warum Baloo. Das gibt halt keinen Sinn. Weil Grenz mich und Baloo verdächtigt hat. Das heißt, bei Baloo haben wir die größte Übereinstimmung, dass einer den hier opfern will. Der Einzige, der nichts gegen Baloo gesagt hatte, war Vex. Bis auf, ich glaube, Runde 2. Baloo wird aber den Kill nicht gemacht haben, für den ich ihn sasse. Wie ist das timingmäßig hingekommen? Wer war denn da überhaupt gestorben? Ist das Kapuze gewesen? Kapuze stirbt in Office. Items kann es ja nicht mehr sein. Kapuze stirbt in Office. Eins von zwei. Was ist der hier? 0 von 2. Mach mal bitte wieder, Judy.
hat schon gekillt. Oh shit, ich hätte nicht weglaufen sollen, das war mein Fehler. Oh nein. Wow. Ja. Also Dado, das mussten wir nochmal erklären, ich hab's nicht verstanden, warum ich das gewesen sein soll. Also es gab Plan. Für mich halt, es hätten, wenn es zwei waren, mussten es Studio und Vex sein. Also die beiden hätten nur zusammen killen können, weil die ja beide aus Admin rausgekommen sind. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass es nur einer von denen war, dass einer nicht aufgepasst hat. Ganz gut, aber es waren Vex und Julie, ne? Auch das also Alibi, wir haben beide aufgepasst. Vex, also war das auszuschließen. Vex, ja, hatte, Vex hatte super recht.